Vorstellung, dass die Überschwemmung unseres Landes mit Ausländern ja nicht mehr unser Problem sein wird, sondern die Kriegsmaschinerie läuft auf vollen Touren. Und in dem Falle habe ich das Gefühl, das entwickelt in mir eine Kraft, die ich jetzt einfach noch nicht mal einschätzen kann, weil das ist. Zumindest fühlt sich das auch für mich sehr durcheinander an. Alles für mich in meinem Kopf. Alles sind Bilder, die hin und her springen und etwas mit mir tun. Und ich einfach gerade auch nicht so genau weiß, was. Also ich weiß, dass ich ein Männchen bin. Das kriege ich noch hin. Also ich werde auch nicht schwul und nichts, sondern einfach. Eigentlich hat mir hier und jetzt so nicht die Augen geöffnet, überhaupt nicht, sondern. Die letzte Nacht war so, Glühwürmchen treffen, war unglaublich neugierig und habe natürlich dann auch geschrieben und der von hier und jetzt, ich weiß jetzt nicht die wirklichen Namen, aber ich will es auch ja nicht so genau wissen. Hier, ja. Vielleicht schon, ich weiß es noch nicht, zumindest bei hier und jetzt hat sozusagen sein Gesicht nie gezeigt, so wie du oder ich, Wolfgang. Und mittlerweile habe ich immer mehr, das sind auch wieder Bildereingebungen. Ich hatte mit dir darüber gesprochen, eine Maske zu tragen und darunter authentisch zu sein oder mit authentisch zu sein. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass es genau das irgendwo ist. Ich hatte in diesen Videos über die schwarze Sonne, über die innere Sonne sozusagen gesprochen, dass jeder sozusagen eine Art Makel hat oder eine. Ja, in dem Fall eine heilige Wunde, wie hier und jetzt bezeichnet hat. Das ist sozusagen ein Schmerz, weil jetzt steckt eine Urkraft in uns steckt, die, wer ist das nicht? Du musst es unterschreiben. Beeinflusst. Und hier und jetzt hatte ich mir einige Videos angeguckt und waren die vorgelesenen Videos und die haben mir, wenn ich sagen, nichts gebracht, sondern ich habe sie schon verstanden, wirklich vom Geiste her. Wirklich verstanden vom Geiste her. Ich fand es sehr schwierig, weil bei der Sprachstil sehr erhoben war und sehr, sehr stark war, so Hegelkant, so ein bisschen für mich sehr schwierig zu verstehen. Ich habe es versucht zu verstehen, intellektuell habe ich es hingekriegt und hatte ihn so ein bisschen angepinselt. So. Und da kam so eine unglaublich konkrete Antwort und schon fast ein bisschen hinterlistig, muss ich mal sagen, so im Positiven hier und jetzt. Weil hier und jetzt Scheiße! Ja, fällt mir jetzt auch gerade nicht ein, aber du hattest mir dann von Atheist zum Messias gegeben, hier und jetzt. Ich denke mal, wir werden es hoffentlich hinbekommen, dass wir alle darüber glücklich sind, dass wir transparent und gruppendynamisch arbeiten in unserer Gruppe. Und dich, Wolfgang, halte ich für unglaublich wichtig in unserer Gruppe und auch deine unglaubliche Authentizität. Und ich hoffe, dass diese Authentizität bleibt, wirst dich vielleicht vom Typ verändern durch die Gruppendynamik, aber dass man authentisch ist. Und darum geht es in dieser Vorstellung, die momentan in meinem Kopf hin und her springt, die auch ausgelöst wurde, eben durch hier und jetzt zum großen Teil und schon davor. Und das war eine Frage, die mich gequält hatte. Ich habe 3 Tage mehr oder weniger davor oder 2 Tage davor sowieso nicht geschlafen. War immer arbeiten abgelenkt, habe mich praktisch von mir selbst abgelenkt und gleichzeitig nicht funktioniert, sondern ich war in dem Augenblick in dieser Arbeitsrolle. So, bei mir ist eher körperlich, was mir persönlich sehr viel Spaß macht und sehr viel Energie gibt. So. Und trotzdem war ich so ein. Immer im Hintergrund lief eine Frage im Prinzip, wie ein Testbild, aber ich konnte überhaupt nicht ordnen, wo es herkam. So. Dann hat hier und jetzt eben von Atheisten zum Christen mir übermittelt und vorher hatte ich ihn so gepiekst, vielleicht sogar ein bisschen. Und dann hat er mich wirklich umgehauen. Dann hat es mich unglaublich erwischt, einfach bei dieser Zwillingsgeschichte, weil er nicht eigentlich nur hinhaute, so, sondern auch die Bilder von hier und jetzt. Und genau, also hast du noch die Statue, die ich gemacht habe? Genau. Und ich hoffe hier und jetzt, du siehst es, ich habe sozusagen sowas gemacht, ich werde nochmal bei Gelegenheit näher drauf eingehen und habe das auch in Therapie gemacht, so, und der Stein war einfach da und ich wusste, dass diese Figur drin steckt. So, und
hattest ein paar Bilder benutzt, die einmal auch Wirkung hatten, natürlich auch der Text, du musst mich jetzt zügeln, mein Emotionshaushalt wieder ergriffen. Und war schon ein ziemlicher Niederschlag so. Und dann fing es erst richtig an, mit meinem Kopf zu rauschen, wie Glühwürmchen eben. Dass ich einfach natürlich mich, wie heißt es, jemals in Unordnung bringen auf Latein. Perturbare. Ganz auch schnell. Ich war jetzt eine dumme Frage, aber halt fragt man auch, wie die Unordnung in Latein heißt, dann passiert es im Kopf. Du hast in der Hinsicht natürlich komplett recht, dass für dich, dass für mich teilweise jetzt sehr verwirrend und auch durcheinander ist. Und das ist so ein freakisch Wirbeln und parallele Bilder haben. Hier und jetzt hat er in einem in diesem Video sogar das gebracht mit der Kirche, mit dem Traum, den er hatte. Und das Foto war zwar eine weiße Kirche auf grünem Grund, aber in dem Falle war es in deinem Traum Schnee. Und dieser Schnee hatte eben diese Wirkung, in der Winter. Das wollte ich in dem Sinne gesagt haben. Und das zu Wolfgang, zu dir, die Energie, du bist Widder. Warst ja hier, du hast ja jetzt in dieser Form vielleicht, ich weiß ja nicht, wie wir mit dem Video jetzt umgehen, aber du hast in dieser Form wahrscheinlich irgendwie öffentlich gemacht. Klar bist du Widder. So, und ein Widder ist der Anfang. Genau das bist du. Abby war in dem Sinne für mich eben die Fee und die hat mir dich vorgestellt und die Wirkung war einfach okay, weil er ist ein Finnschwergewicht und spürte einfach, dass du authentisch bist. Und für mich war es eben jedes, also du hast sehr viele unterschiedliche Videos, aber da kam natürlich immer dieser Existenzkampf in dem Sinne des deutschen Volkes, was für dich sehr wichtig ist und für mich auch dadurch wichtig geworden ist. Und die übergehende Frage ist eigentlich auch für alle Menschen. Das war eben die Sache, dass eben die Menschen alle, sagen wir mal, Menschen, wir sind Menschen. Also das hört sich wieder wie Gutmensch an, so einen Negativen, sondern das war die Sache, die mich immer wieder diese Frage immer wieder kam. Weil ich bin wirklich in dem Sinne. Die Geschichte ist in dem Sinne die, dass ich vor 15 Jahren habe ich einen Kurde, der war super nett, hat gesagt, Deutschland ist schön und ich lief rot an. Also diese Schuld als Deutscher, die praktisch in uns, die sozusagen in uns drinne steckt, der hat mich dazu veranlassen, darüber einfach einen Deckel drauf zu packen, darüber, über die das Sein als Deutscher, sage ich es mal, als Kultur. Und ich habe jetzt für mich in einigen Videos mühsam für mich sozusagen versucht rauszufinden, was die deutsche Leitkultur, oder nicht Leit, weil da ist ja schon wieder Licht, ja, da ist Licht drin und gleichzeitig Leicht drin. Also, sagen wir mal, die deutsche Lichtkultur, sage ich es jetzt einfach mal, die deutsche Lichtkultur, die, worum geht's da so? Alles, was wir durch die Medien, meine Opa hat ständig Kriegsfilme geguckt und hat mir auch viel vom Krieg erzählt und den hat es auch jedes Mal umgewirkt. So. Der wusste, so 7 Minuten kann er reden und dann hat er sich verkrümelt. So. Weil du merktest, wie die nahe gegangen ist, weil er einfach unglaublich viel erlebt hatte. Und genau diese Schuld, die auch im Christentum im Vordergrund steht, ist in dem Sinne sozusagen dem deutschen Volk auferlegt, das Kreuz. Könnte man fast sagen, ist ihm auferlegt. Und wir in meiner Bilderwelt müssen einfach, nicht müssen, sondern es ist wichtig, von diesem Kreuz wieder runterzukriegen, von dieser Schuld. Und da hat es mich eben auch mit eiskalt erwischt, mit Feuer hier und jetzt, weil diese Urwunde, er spricht über eine Urwunde, dass genau das dem deutschen Volk widerfahren ist. Also eine Spaltung in uns, Ost-West war ja in dem Sinne,
Also der Zwilling, der praktisch, der eine Zwilling, der gestorben ist, in dem Falle die DDR, und der andere Zwilling, der sozusagen mit der Schuld eigentlich weiterleben muss, wenn man es mal in dieser meiner Welt jetzt so in dem Sinne ausdrückt. In dem Sinne, die DDR war für mich nicht deutsch. So, das war eine Kultur, die sozusagen gelebt wurde. Gelebt wurde in ganz praktischen Dingen, in Kameradschaft. Viele mögen das Wort nicht, aber im Zusammenhalt. Im Zusammenhalt, da war der Dümmste der Dümmen trotzdem wichtig, weil er uns Mittelmisch hatte. Also es gab diese Abflachung der Hierarchien in der DDR ziemlich stark. Da gab es halt die Politikergilde und die Wirtschaft existierte in dieser Form nicht. Die haben sie sozusagen ausgesperrt. Aber ich praktisch auch als Kind, Jugendlicher bis 15, eben die Wende sozusagen, also die DDR so gespürt, und für mich war wie ein Nest, wie ein warmes Nest, wo man zwar nicht rauskam, aber wie ein, das war, ich will nicht sagen ungefährlich, es, viele Ossis sagen, wir hatten einfach, wir waren nicht unglücklich, überhaupt nicht. Es war, die Zukunft war da. Momentan, was wir jetzt in dieser Welt erleben, ist eine unglaubliche Zukunftsangst. Zu Ostzeiten wurde praktisch immer gesagt, ja gut, jetzt geht es uns wirtschaftlich noch nicht so dolle, aber in der Zukunft wird es uns bald besser gehen. Und in dieser Zukunft, wo es uns bald besser gehen wird, da wird das und das passieren. Innovationen, so Kraftwerke, auch zum Beispiel Raketen zu anderen Sternen, hier, wie ist der denn? Der richtig deutsche Werner von Braun, der die Raketen erfunden hat, hatte auch diese Idee von der drehenden, also sozusagen durch Zentrifugalkraft erzeugte Schwerkraft und so weiter. Und dieses band meinen Geist, ein Forschergeist. So, in dieser Welt gibt es keinen Forschergeist. Du bist eine Maschine, die praktisch wie eine Laborratte, sagen wir zu meinen Biochemikern, Laborratten. Kommen da nicht raus aus der Kiste. Die stehen da, pipettieren, sind alleine und im Prinzip kriegen sie Anweisungen von Chef so und haben eigentlich eine Mündigkeit da. Und du sprichst beim Teamtreffen genau von freien Bürgern, von freien Männern. Und Freiheit ist in dem Sinne, wie, ja, zu Ostzeiten hieß Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Und die Notwendigkeit war eben der Schutz dieses Nestes praktisch durch die Mauer, also wurde auch immer propagiert. Und das Erstaunliche war, ich war nicht gut in der Schule so unbedingt, aber die Dinge, die sie uns in Staatsbürgerkunde erzählt haben, die habe ich irgendwie mir halbwegs merken können und habe festgestellt, dass es so im Nachhinein, nach dem Rausch, nach der Wiedervereinigung, und das schützende Nest war weg. Und jetzt praktisch jedes Volk für sich ist ja ein schützendes Nest mit seiner eigenen Kultur und Identität. Und genau dieses schützende Nest wird praktisch Stück für Stück einfach vergrößert, bis dann wir als Weltmensch in dem Sinne existieren. B&M, so auch so Bilder, die gerade ständig passieren. Und Weltmensch praktisch definiert keine Völker, aber darum geht's, das Aushandeln, was eigentlich für uns Menschen gut ist. Und ich muss mal sagen, was ich durch deinen Lockruf, Wolfgang, so mehr oder weniger gesehen und gehört habe, war eben immer wieder dieses, wofür lohnt es sich zu kämpfen? Was ist Deutschland? Wofür ist Deutschland? Wer sind wir überhaupt? Und momentan kann man sagen, die DDR war einfach praktisch für den Frieden. Wir haben wirklich, irgendwas so eine Tauben wegen Hiroshima und Nagasaki, davon hört man überhaupt nicht mehr. Wir hatten ihr Denktag und da war der Krieg die Schuld auch, aber die war überwunden in der DDR, die Kriegsschuld. Wir haben zwar noch Nazis vielleicht so, und dann gerade vor der Wende war der einzelne Langhaarige in Ecken, wo es nur Nazis gab. Und ich kannte die eben aus der Schule und die Wirkung war einfach die, dass sie mich akzeptiert haben, weil sie mich kannten einfach, und ich kannte die. Und dadurch bin ich mit Rechten positiv in Berührung gekommen, die oft natürlich auch teilweise sehr einfach gestrickt waren. Und ich hatte, glaube ich, schon erzählt mit dem Asylantenheim, dass eben die Linken so unglaublich chaotisch, anarchistisch, Wolfgang,
Es waren, eine war chaotisch, wir haben mit Flaschen geworfen, also weit, und die Rechten sind rausmarschiert und haben sich dann wirklich in Reihe hingestellt und der Obergau-Leiter, so sagst du mal einfach, hat dann einfach wirklich nur eine Handbewegung gemacht und dann sind die wirklich wie eine Armee abgetreten und danach hat sich die Polizei erst rausgetraut. Und wir waren praktisch die Linken auf der einen Seite der prollige Mob und die Rechten waren praktisch die absolut durchdachte Maschinerie, die aber funktionierte. Und was ich mit dieser Hierarchie, die das Feuer eigentlich meine, ist die Maschine, der Winter, der tiefste Punkt der Materie. Wir sind sozusagen am... Die Pyramiden werden nicht umsonst in Stein gehauen, also aus feste Struktur, die durch den Regen aufgelöst werden, so dass in meiner Bildersprache, wenn das natürlich jetzt für dich schwierig passt, so. Und genau, jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen warm geredet und wage jetzt einfach auch ein paar Emotionen hier gegenüber, das war es da bei mir und war auch sehr interessant auf alle Fälle. Und wir haben uns beäugt und fand ich sofort, du bist einfach der Führer. Also der Führertyp. Und der Führertyp ist, du bist schon eine Glutsonne, aber das ist ja nicht, das ist auch überhaupt nichts Negatives. Natürlich hat es mich nervös gemacht. Dieses Ting-Treffen war für mich sowieso schon krasse Luftballons im Bauch. Und dann du, Wolfgang, wo ich wusste, ich bin stark genug, gerade durch den Rotz und auch durch diese, ich habe mich sozusagen zurückgezogen, also eine ganz merkwürdige Leere an diesem Wochenende, so dass ich nichts wollte, nichts konnte, nichts. Ich war krank, war irgendwie wie leer, das war ja auch Vollmond, Neumond. Und ich war einfach richtig wie, ich wusste, dass ich da nicht hingehörte in dem Augenblick. Und du hättest mich überrollt, ich denke mal, eben hier der wir selbst hätte natürlich verändert, da bin ich mir sicher, weil irgendwas ist da ist ziemlich krass magisches so. Und natürlich nicht Angst, sondern einfach, weil in dem Sinne diese Leere eine absolute natürliche, ich weiß, jetzt geht's nicht. Und der erste Tag, wo ich jetzt nicht schlafen kann, war gleich nach dem Ting-Treffen, also am Montag, ja, jeweils Mittwoch oder so. Und da lag ich die ganze Zeit im Bett und habe einfach ein extrem unangenehmes Gefühl gehabt, rausgehen zu müssen. Ich lag im Bett, konnte nicht schlafen, weil ich einfach die ganze Zeit dachte, du musst rausgehen, aber was soll ich draußen, ist doch eine finstere Nacht. Und meine Logik hat dann natürlich gewonnen, leg dich ins Bett und bleib da. Und um 4 Uhr früh dachte ich, jetzt leck mich Arsch und bin dann einfach in eine Badewanne gegangen. So. Und das war dieser Lockruf für mich fürs Ting-Treffen, weil ich konnte gar nicht kommen. Es war... wäre dazu nicht in der Lage gewesen. Und hier und jetzt nochmal zurück. Wir haben alle so komische Namen. Okay, hier und jetzt, genau, hier und jetzt, den habe ich ja in dem Sinne nicht persönlich kennengelernt, sondern das war so eine, wenn ich sage, Normalität, so eine positive Normalität. Ich wusste, dass er denke mal, mich auffangen würde, aber gleichzeitig dachte ich eben in dem Augenblick, wo ich da, dass ich eben enttäuschend wäre, also auch wieder diese Schuldgefühle vielleicht, diese entlichtend, also dass ich praktisch wäre gekommen, wäre ich danach gegangen, denke ich.
dass ich im Bett liege und einfach nicht schlafen kann, weil die ganze Zeit denke, ich muss raus. Und ja, mein Hund hat mich auch schon blöder angeguckt und wollte ich aber trotzdem nicht raus. Ich habe mich gezwungen, nicht rauszugehen. Und dann, nächsten Tag später, habe ich irgendwie über Sex, irgendwann kommt dann Abby's Thema vielleicht, über Sex nachgedacht. Einfach, dass du als Mann Sex bedarfst. Also sagen wir mal, Liebe auch, klar, Liebe definitiv, aber wirklich, du brauchst als Mann Sex. Ich hatte jetzt schon in einer sehr unglücklichen Beziehung, wo wir ein Kind hatten und alle 10 Wochen mal Sex hatten. Und irgendwann ist nicht nur mir der Kran geplatzt, also sobald sie mir dann erzählt hat, dass sie mich liebt, wusste ganz genau, dass sie mich einfach nur binden will, um ihre unglaublich wichtigen Pläne durchzuziehen auf meinen Rücken. Und bei dem Wort Liebe bin ich förmlich explodiert und ich habe es nicht erhaut. Ich habe den Regenschirm auf den Boden geworfen und bin wie Humpty Dumpty, wie heißt der denn? Du kennst meinen Namen nicht. Rumpelstilzchen. Und drauf rumgehüpft und habe gebrüllt, dass mich nicht lieben soll wahrscheinlich. Also ich kann mich sogar wenig erinnern, zumindest habe ich nicht wehgetan, aber dieses Ding hat sie dann auch gleich wieder gegen mich verwendet und es war auch immer an dieser Schuld. Marke festgelegt, dieses, weil ich musste funktionieren und alles, das war einfach ein grausames Töten. Und damit habe ich begriffen für mich, obwohl ich sehr prüde und teilweise, nein, nicht unbedingt christlich, aber irgendwo schon eine Grundgläubigkeit, keusch, so in dieser Art, dass Sex nicht wichtig wäre und so weiter. Und da habe ich durch diese Beziehung einfach gelernt, dass es das ist. Und genau jetzt, dieses Jahr, habe ich jetzt, also seitdem ich Abby kenne, habe ich keinen Sex mehr. Also auch nicht mit Abby, sondern überhaupt keinen Sex. Und jetzt habe ich einfach halt gefühlt, dass ich irgendwie langsam, aber sicher nicht mehr Zeit genug habe, Sex zu haben, weil vielleicht der Dritte Weltkrieg vor der Nase steht. Also in dem Augenblick hat es bei mir so ein Klickerlebnis gemacht und hat gesagt, so okay, du hast vielleicht nicht mehr viel Zeit. Du musst jetzt einfach dein Leben zu Ende bringen und in dem Sinne fokussieren, und das merkt ihr sehr, dass ich das gerade auch schwierig kann, zu fokussieren, was mir wirklich wichtig ist. Und da kam mir eben die Authentizität und die schwarze Sonne sozusagen in mir hoch und dachte, das ist eigentlich das, wenn ich schon sterben muss, dann aber aufrecht und vielleicht strahlend. Und alles zusammen hat auch ein Bild erzeugt von eben hier und jetzt. Da hat er eben genau diese Glühwürmchen mit eingebracht. Die Glühwürmchen-Gummibande oder so ähnlich, habe ich was gelesen. So. Und hat er mich dann an ein Erlebnis erinnert. Das war wirklich, leider habe ich es zu wenig ausgekostet, im positiven wie im schuldbehafteten, triebigen. Und da waren wir auf dem Mittelaltermarkt und dieser Mittelaltermarkt war, und ich hatte zwei Frauen, einen Fahrer, und wir waren mitten bei der Abfahrt in so einer Art wirklichen Zauberwald und da sind überall diese Glühwürmchen rumgesprungen und der Fahrer sozusagen, der hat einfach angehalten. Das war auch schon eine ziemlich romantische, prickelnde Stimmung, auch ein bisschen Erotik lag in der Luft so. Und irgendwie wollte ich es ja nicht sehen. Ich wollte es aber ja nicht sehen. Ich wollte nach Hause, war spät abends so. Und dann im Nachhinein habe ich mich erinnert, dass es einfach ja keine Glühwürmchen mehr gibt. Dass die wie weg sind, wie nicht mehr da sind. So, seitdem, das ist 15 Jahre her, einfach keine Glühwürmchen mehr gesehen. So. Und die Glühwürmchen haben kaltes Licht. Die sind praktisch das Zwischending zwischen Wasser und Feuer. Also passt das zu diesem Bild? Und die Verbindung aus dem männlichen und dem weiblichen wird genauso dargestellt wie Feuer und Wasser. Das kann sich ineinander schieben und dadurch kommt dann der Davidstern raus. Da gibt es verschiedene Stufen, aber genau, wenn man, also deswegen auch halte ich dazu an, der Judenfrage, so sage ich es mal, einfach auch ein bisschen, ich freue mich da später zu äußern.
sind, aber da habe ich natürlich auch ein bisschen wenig Mut zu, weil ich ja eben auch ein Schisser bin und vielleicht auch erstmal das in mir reifen lassen muss. So. Und ich glaube, dass sie sich zu Gott hochgeschwungen haben, dass vielleicht sogar die einzige Möglichkeit ist, Gott zu erfahren. Gott zu erfahren, indem man selber Gott ist. So. Und die haben das eben genau mit dieser Hierarchiestruktur gemacht. Und eben auch den Finsteren mit der Pflicht, mit der Schuld, mit diesen gesamten festgenagelten Vertragswesen, diesen festgelegten, absolut feste, meißelten Formen der Geldschöpfung. Ja genau, ich will zu Ende. Und das haben sie damit geschafft. Sie haben damit geschafft, unsere Welt zu kreieren. So, das kann ich jetzt schon mal im Vorwort. Und jeder würde sie als Lucifer ansehen, aber gut, er muss die Scheißarbeit machen. Und gleichzeitig, wer weiß, das ist vielleicht ein Menschwerdungsprozess, dass man die Schuld, die ist. Ich habe mehrere Videos gesehen, wo Juden über ihre Religion berichtet haben und auch über Friedmann, typischer Fall von Judentyp, so, und dieser unangenehme Feuerjude, der praktisch alle platt redet, Koksnase, so sage ich es mal. Und dann auch noch hier, dann ist er in der Judenkonferenz und so, und er stellt praktisch das Antibild eines guten Menschen dar. Und hat Gott Schuldgefühle? Und das sind alles so eine Sachen, die plötzlich so in Tage treten, einfach so Schuld. Ne? Skorpion, ja. Ja, Skorpion ist jetzt die Zeit gerade. Also jetzt haben die Skorpione Geburtstag, was ich jetzt ein bisschen rausbringen, aber zumindest der Zweifel und die Tiefe, die haben sie in sich. Das ist wie ein Gift, was irgendwie in einen wirkt, oder ja, positives Gift, so. Jetzt bringt genau das Wasser. Schicht für Schicht kommt jetzt alles zu Tage. Und ich wollte nur noch mal. Sexualität, da bin ich jetzt am Durchhaken. Und zwar, ich hatte in meinen Bildern das mit dem Wasser auch erklärt. Und jetzt einfach mal zum einfachen Genetik, nicht einfach. Wir haben alle das ewige Leben, in dem Sinne, wenn wir uns fortpflanzen. Wenn du dich fortpflanzt, also Sex hast, fühlst du dich nicht nur unsterblich, sondern bist in dem Sinne unsterblich dadurch, dass man eben Kind zeugt, einer Frau zum Beispiel, dadurch, dass eben etwas von einem weitergegeben wird, also etwas in einem wird weitergetragen. Und in meinem Verständnis meiner inneren Religion, so sag ich's mal, habe ich mit dir, Wolfgang, auch schon geredet. Du hattest mich dann so blitzend angeguckt und dachtest so, also es wirkte auf mich so, ich reagiere natürlich, weil ich da auch so komisch bin, auf Ablehnung. Also manchmal sehe ich Ablehnung, wo wahrscheinlich überhaupt gar keine ist, aber zumindest hatte ich das Gefühl, du guckst mich so an, so nach dem Motto, so ganz merkwürdig, aber trotzdem hattest du dich da, glaube ich, auch rangehangelt mit der Volksidentität vielleicht so. Der Link dazu, dass man einfach die Reinkarnation natürlich auch in dem Volk ist. Und wenn man die nur in seinen eigenen Kindern und Kindeskindern kann man wiedergeboren werden. Und liebe Gemeinde, liebe christliche Gemeinde, die Kat-Aria, also die ja, Aria, da fällt mir wieder Sachsen-Schorsch ein mit seinem Gewalze so und naja, jemals der Einstieg ist Mario Bras, fand ich sehr mächtig, sehr krass, vielleicht auch gegensätzlich und
Aber das mit den Kataran wird auch bei verschiedenen anderen besprochen und die haben keinen Sex gehabt, genau aus dem Grund, weil sie es wussten. Dieses ewige Leben in dem Sinne, wie sozusagen im christlichen Verständnis ist, wenn man keine Kinder hat, dass man einfach nicht wiedergeboren werden kann. Dass das ewige Leben in dem Sinne als Wiedergeburtsprozess, was auch Buddha beschreibt, einfach ein Schmerz ist, das Kreuz des Lebens, der Schmerz, auch im Buddhismus, dass man das Leben an dem Sinne ablehnen muss. Und dann praktisch zu dem ewigen Leben kommt, dass man eben an Gottes Seite sitzt oder wie man sich das vielleicht vorstellt oder früher vorgestellt hat. Das stellt sich heute Kinder mir so richtig so vor. Aber dass man dann ins Paradies kommt und die haben eben keinen Sex gehabt. Aus dem Grunde, weil sie, da war noch ein Teil Wissen bei. Und da kam eben die Schuld ins Spiel. Sie wollten einfach nicht schuldig sein an dieser Welt und haben sich in dem Sinne, ja, und die haben den Teufel erfunden. Also da ist schon, der Teufel hat, ihr Glaube war eben, oder ihre Behauptung war eben, dass der Teufel die Seelen aus dem Paradies raubt und auf die Erde bringt, in Kurzform. So, und da kam die Schuld mit rein. Das war die Sache, aber davor hatten sie den Reinkarnationsglaube genauso. Und da bin ich mir sicher, dass da eine unglaubliche, das verwischt werden sollte durch die Juden. So, dass ihr Job war in dem Sinne. Du kannst niemandem Angst machen, wenn er weiß, oh, ich bin unsterblich, kannst du auf den Kopf stellen, ich komme immer wieder. Und im schlimmsten Fall haben wir eine Fehde auf Jahrhunderte mit unseren Familien, das wollen wir nicht. Und genau, aber die Schuld, da bin ich immer wieder da triggert es mich immer wieder, so wir selbst und eben die Kirche hat eben den Sex eben zur Sünde erklärt, zur absoluten Sünde und genau damit unseren Lebensfaden abgeschnitten. So. Die Sexualität lässt sich nicht unterdrücken, das Leben lässt sich nicht unterdrücken oder lässt sich schon unterdrücken, aber es kommt immer wieder. Das Leben ist wie die Leber, ich musste da mal einen Vortrag drüber halten und meine Lieblingsalkoholiker, die spiegeln mir das immer wieder vor. Also man muss sich richtig doll anstrengen, um die Leber umzubringen, das ist fast nicht möglich. So. Ist regenerationsfähig ohne Ende und genau dieses ist es, die Sexualität, die Lust ist das ewige Leben und wenn man schon beim ewigen Leben ist, sagen wir mal im Buddha und Christentum und so weiter, sagen wir immer, Leben ist Leiden und da steckt die Schuld drin, dem will ich widersprechen einfach irgendwo, dem will ich widersprechen in mir und außerhalb von mir. Also dass die Sexualität, die Lust keine Sünde ist, sondern genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil wegen dieser Reinkarnation, wenn man einfach weiß, dass man unsterblich ist, sollte man einfach mal sein Leben genießen, um genug Nachfahrenschaften gut zu erziehen, um dann in der Zukunft vielleicht auch wiedergeboren zu werden in dieser Familie, weil eben das Schlüssel-Schloss-Prinzip müssen funktionieren. Heißt, die Seele und der Körper, die Seele kann nicht zurückkommen, wenn einfach der passende Körper nicht da ist. Der wird ja nicht einfach hergestellt, wie eine biochemische Kettenreaktion, die im Reagenzglas passiert, sondern die ist einfach da. Also, natürlich, durch die Unterdrückung des Weiblichen, wir haben heute Abby da als Vertreterin des Weiblichen. Das ist eine Frau, das ist egal, da kannst du dich nicht rauswählen. Genau. Genau. So, und jetzt werden wir ein bisschen tun. Genau. Voll die geile Rote Kreuz hängen lassen. Meine Beste, die Fee. Sexy. Ja, jetzt will ich auch mal. Danke, Leute. Ganz ehrlich.
Sexualität, um das für mich sozusagen auch mit hineinzubringen, in dieser Löwürmchen, in diesen Schwarm als oberste Gebot. Die Löwürmchen tun das halt eben dieses Leuchten aus erotischen Gründen. Und für uns ist es eben romantisch. So. Und eigentlich genau, ich habe auch bei einigen Kommentaren Genuss genossen oder genießt. Genießt, genossen. Genau, ja, genau. Enjoyed watching some. Nein, jetzt, das ist ja wieder dieses blöde Englisch so. Watching some. Nee. Genossen habe ich beschrieben. Genossen habe ich beschrieben. Und mein Lieblingsspiel wäre eigentlich, dass man vielleicht ein Video sogar macht von sich selbst, wie man etwas, dass man überlegt, weil das ist mir genau so passiert mit der Sexualität jetzt. Also, ich hatte plötzlich den Drang, mir etwas zu gönnen und ich war dazu unfähig, mir etwas zu gönnen. Irgendwie wollte eigentlich was essen, dann habe ich natürlich über Sex nachgedacht, über Essen, Sex, irgendwie hat sich das wie hin und her gewälzt. Und ich konnte mich nicht befriedigen, hätte können, aber genießen. Dieses Genießen widerstrebt der Schuld oder andersrum, also beides, das sind Gegenpart, Schuld und Genuss. Wenn man, ich glaube, man hat da mehr Genuss, wenn man eine Henkersmahlzeit isst. Wenn man weiß, okay, du bist jetzt raus aus der Geschichte. Und deswegen haben sie denen den Teufel erzählt und eben nach meiner Meinung auch die Hölle einfach, weil dadurch ist es eben so. Genau, jetzt bin ich auch nicht so wieder hingewiesen. Es gab wirklich Fälle, habe ich vielleicht schon erzählt auf Video, es gab wirklich Fälle, wo Leute im 15. Jahrhundert, ich hatte die Reformationszeit gebracht, das habe ich nicht reingebracht, aber ist trotzdem wichtig, es gab genug Leute, die sich haben bezahlen lassen, also die haben dafür den Henker bezahlt, um einen möglichst grausamen Tod zu haben und vielleicht dann doch noch in den Himmel zu kommen. Oh, also die das war Wahnsinn und diese Schuld, dieses klebt in uns fest, in uns und unterdrückt unsere Lust und unterdrückt unsere Sexualität und unterdrückt einfach unsere innere Sonne. Und diese innere Sonne, die ist nur unglaublich, eben die Löwürmchen, die Sonne, die schwarze Sonne. Und das geht vielleicht sogar nur mit Lust und Sexualität. Weil wenn man nackt ist, in dem Sinne, wenn man nackt ist, dann Scham. Dann kann man Scham haben, weil man eben in dieser super tollen Welt überdenkt, so, oh, du siehst ja so scheiße aus, so, ich würde nie irgendwie jemanden bekümmern oder irgend sowas als Frau oder als Mann, naja, du wirst nie eine Frau kriegen, weil du kein Geld hast, so. Und das endet denn immer im endlosen, und so manchmal so was. Die Schuldbefreitheit ist einer meiner Themen vielleicht, aber wie kommt man da ran, gerade als Deutscher, die Schuldbefreiheit? Und wenn man dann eben die Hier und Jetzt hatte mir das geschrieben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden und ich habe es so verstanden wie für unsere zukünftigen Sünden. Also existieren ja eigentlich Sünden nicht, das macht ja praktisch die Sache frei. Aber zukünftige Sünden, wie kann er dafür gestorben sein? Das ist für mich natürlich schwierig, aber eigentlich geht es genau um diese Auferstehung, eben diese Auferstehung von der Schuld, von dieser einfach zur Lust hin, zum Gegenteil und hier und jetzt sich nicht echt um mir hauen und ich hab gedacht so, das Wichtigste, was da hilft praktisch, um diese innere Wunde nicht zu heilen, ist vielleicht einfach Humor, weil wir wirklich, die Menschen sind das einzigste Lebewesen, was die Fähigkeit hat zu Humor, Tiere haben die gleichen Fähigkeiten, bloß Menschen können halt Humor haben, so in dem Sinne. Und warum haben wir Humor, wozu brauchen wir den? Vielleicht genau diese Angst überwinden, wenn du in einer angespannten Situation, ja,
genau da, das habe ich dann hier und jetzt geschickt. Ich habe mich wie selbst geschickt. Und das trifft das vielleicht ein bisschen. Er hat es mich immer hin und her. Und das Gemeine ist, Wassermann ist eben Wasser, kommt aus den Augen. Ich habe wirklich häufig ins Schlosshund. Und dann bin ich irgendwie zur Arbeit gegangen. Mein Bauch tat unglaublich weh, so richtig finster weh, weil einfach durch dieses verkrampfte Heulen, dieses sinnlose Schluchzen, denkt man im Nachhinein, tut ihnen alles weh, so der ganze Bauchbereich, das Zwergfell und so weiter. Und dann komme ich dann auf Arbeit und dann ist ein Kumpel da oder ein Mitarbeiter da, der das erste Mal wieder da ist und der hat so ein ganz offenes, befreites Lachen wirklich so. Und dann hatte ich genau an der gleichen Stelle wieder Muskelkater und hatte wieder Pipi in den Augen vor Lachen. Also es ging dann immer hin und her und ich dachte so, das ist ja echt eine merkwürdige Situation, aber Wassermann ist genau das, dass in den Augen, dass eben das Wasser, die Wasserbetonung, vielleicht in der Hinsicht so, ja, so ganz. Und Humor, Wasserbetonung, Humor und Lust. Weinen wahrscheinlich. Da ist viel durch meinen Kopf gegangen. Wenn ich weine, wenn ich richtig heule, dann spüre ich mich, dann spüre ich mein Herz, dann spüre ich mich komplett. Und das ist total befreiend. Es ist im Prinzip genau das gleiche Gefühl, wie wenn du lachst. Ja? Die gleichen Muskeln werden angespannt. Genau, scheinbar ist das gleiche. Und danach bist du auch, danach tritt ein wohliges Gefühl ein. Ich weiß gar nicht warum, aber das ist wieder so eine Wehe rüber und es ist. Dann scheint die Sonne wieder und dann geht's. Wo ich durch den Wald, also durch die Natur gelaufen bin zur Arbeit, da war halt wirklich so, dass ich mir alles wehtat, eben wirklich so eine Art Schnappatmung, so wie so ein Dampf. Auto da rumgelaufen und ich wollte da einfach nicht, ich wollte diese Tränen nicht, ich habe mich dahin gewehrt, wahrscheinlich war es einfach dadurch so schmerzhaft so. Und er hat einfach ewig sich hingezogen und war auch schon ziemlich leidend, so kann man sagen. Dann eben dieses befreiende Lachen tat dann eben genauso weh und dann ist mir aufgefallen, dass ich noch nicht mal richtig befreit lachen kann, so in dem Sinne. Und der schaukelt richtig mit den Schultern so mehr oder weniger, aber mit so einem Blitzen in den Augen. Das ist nicht gespielt, sondern der hat keine Schmerzen beim Lachen. Mir tat alles weh danach. Ich habe mir gesagt, ich muss jetzt einfach fliehen. Ich habe ein Bauchproblem gerade. Es war massives, alles angespannt. So. Und das war jetzt so eine richtige. Ja, der war schon sehr, sehr wasserbetont. Also da habe ich dann auch das erste Mal, sondern wieder so eine Rückfeedback-Schleife gehabt. Nicht nur das Thema. Sprung nach! An der falschen Stelle im Wasser. Genau, Ekel ist einer dieser großen Gefühle, die man auch empfinden kann. Manchmal ist das. Wie heißt das, wenn eine wunderschöne Blume, komische Dinge. Aber auch im Anfang zu stinken? Nein, ja. Wenn sie einfach Dornen hat, in dem Sinne, damit die blöden, wie heißt die? Nein, die sind. Ja, Wut gibt es eben auch und davor habe ich wirklich Angst, die größte Form der Wut. Wo ich genau wusste, welcher Zustand ich töten würde, war Eifersucht. Das war dreimal in meinem Leben und das war eben so heftig. Und ich bin so dankbar, dass ich jeden getötet habe in dem Zustand, weil ich wusste, dass ich das kann in dem Zustand. Und bei Wut ist es so ähnlich. Und deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen vor dem Feuer Angst. Ganz schlecht. Wolfgang. Vor meiner Wut, vor der Wut der anderen. Und auf Arbeit hat sich eben auch so eine Szene ereignet. Da wurde, also in einer Baugruppe, die da rumrennt und plötzlich kamen die Chefs, die oberen Chefs, wir haben da viel die Idee, eine Art Gruppensprecher zu machen von zwei Leuten. Aha. Da bescheuert. Und der hat verstanden, dass er denn Chef ist. Und kam an und drückte so richtig
erzählte mir erstmal alles, was ich scheiße gemacht habe, was ich alles falsch gemacht habe. Und dann merkte ich mir so langsam. Und dann hat er noch erzählt, dass er ohne mich besser dran wäre. Und in dem Augenblick hat einfach nur mein System hoch explodiert, bin aufgesprungen, hab ihn angebrüllt und instinktiv auch wieder so eine Rückkopplung gemacht und hab dann einfach gesagt, ich bin mit dir fertig! Du kannst jetzt nur spielen, bin mit dir fertig, sprich mit dieser Hand! So, aus dem Effekt heraus, auch nicht aus dieser Situation rauszubringen. Und die Situation haben wir dann geklärt, indem die Chefs praktisch aus Versehen ein unglaublich beschissenes Missverständnis erzeugt hatten. Und er denn, der Chef, er dachte, er ist der Chef und hat praktisch genau das getan, was die Leute denken, was man als Chef tun muss. Die anderen zu unterdrücken, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau das... Das macht mich wirklich. Da wird es dir, Wolfgang, genauso gehen. Dass du dann wahrscheinlich austickst. Und diese. Ist es dann auch in dem Augenblick, wenn dich jemand in der Ecke drängt oder so, in dieser Form, dass du ihn töten würdest? Also würdest du wahrscheinlich aus deinem sozialen Verhältnis trotzdem nicht tun, wenn man fliehen würde. Aber wenn man dann in der Ecke gedrängt wird, dann. Einfach nichts mehr, was einem auffällt. Da ist der eigene Tod einem egal, da ist einem alles egal und dann erwidert es gemein, was du jetzt machst. Und das ist jetzt dann. Genau, töten wir mal jetzt. Jetzt macht sie hier. Die weiche Form macht sie jetzt gerade. Wo ist denn jetzt? Ist jetzt verschwunden gerade. Also, genau, also das zu meinen vielleicht verwirrenden Eulen ist doch wohl Ekel. Was brauchst du denn? Ist mir jetzt nicht so, dass Luther auch überall Spucknäpfe hatte, aber für meine Welt ist es einfach ein Ekel erregend. Das ist überlebensnotwendig. Kann ja sein, ich krieg trotzdem Ekel. So. Und. Genau. Na toll, da ist nicht jetzt so voll. Ich habe sogar unsere Zettel geschrieben, aber ich kriegst du nicht mehr durch und wollte dir, Wolfgang, genau, das als wichtigstes, wollte dir einfach unheimlich danken, dass du mir jetzt so klar geantwortet hast. Und genau darum geht es mir, dass du hattest zum Anfang gesagt, sozusagen, wir wollen uns finden und nicht gleich verlieren. Und die Antwort würde das tun und da denke ich eher, dass das habe ich mir aufgeschrieben, das Suchen, dass es ein Suchen ist, dass es momentan Suchen war in meinem Kopf und immer noch ist, beziehungsweise ein Finden ist, Schätze finden, wie eben wir selbst, wo ich dachte, so einmal so ein krasser Kracher gewesen vom Atheisten zum Christen Nummer 2, wo ich dachte so, das habe ich doch nicht erlebt. So, und das war schon, wo ich dachte, der Mann braucht Kämpfe. Also eigentlich habe ich gar nicht mehr gedacht, so, ja, oder doch, wesentlich. Aber das hat mich echt niedergelegt und Wolfgang, du bist in der Hinsicht zum Glück, wärst da wieder auffangend gewesen. Also, oder Angst gehabt zu heulen und wäre dann einfach geplatzt oder überkaspert oder was auch immer. Und für mich geht es eben nicht darum, dass wir in Konkurrenz stehen, überhaupt nicht. Natürlich wirkt sich das auf meine Person und auf deine Person aus, dass wir zusammenkommen. Und da ist eben wieder der lustvolle Unterschied, dass ich sozusagen total vielleicht durcheinander und so viel Blitzgedanken und alles querläuft in meiner Birne gerade so, gerade jetzt, und ich mich auch vielleicht schwer konzentrieren kann, aber genau du, das Video, was du mir jetzt geschickt hattest, war schon eigentlich für mich linear. Ich hatte sozusagen versucht, ganz viel aufzuschreiben und bin dann irgendwie verzweifelt, weil ich ja auch
beide noch passiert ist. Und genau. Das männliche Prinzip meintest du, dass ich das ablehne. Und in dem Falle ist es, aber ich will auch aufgeschrieben, denn es ist doll wichtig, die Unterdrückung durch Angst, eben weil ich vorhin eigentlich schon beschrieben habe, weil ich glaube, alles beschrieben hatte, ich mir vorher aufgeschrieben habe, zumindest für mich jetzt besser und leerer. Es geht um Liebe und Sex. Befruchten. Abby, einmal so gesagt, so. So Ding, befruchten. So, und ich so, Das ist natürlich passend, logischerweise. Und bei den Glühwürmchen, um die geht es in dem Sinne um die Vorgehensweise. Du hast praktisch. Also man muss die Waffen ja wählen, die man anwendet als Krieger. Man muss die Waffen wählen, die praktisch entweder da sind oder noch nicht da sind. Und momentan gibt es eben viele, wo plötzlich anfängt, diese Schwarmenergie, dieses Schwärmen oder eben diese Schwarmenergie, das, sag mal, ein böses Beispiel, diese Terroristenzellen, so, dass da eben irgendwie autotone, eine anarchische Zellen sind, die mehr oder weniger selbst organisiert sind, wo man nicht so richtig weiß, wo der Befehl herkommt. Das ist in dem Sinne die vereinte Hass. Also diese Negativ-Terroristenzellen vereinte Hass, was natürlich der Gegenteil von Liebe erscheint, aber eigentlich ist es gleich. Und die Terroristen, die erlitten haben, kein Mensch ist böse, sondern der wird böse gemacht durch bestimmte einen. Die Hierarchie nach meiner Meinung, durch die Unterdrückung, durch die Kriege, durch die Kriege. Und Krieger ist eben so ein, gerade im Deutschen, schlechter Krieger, ist natürlich wieder bei mir schuldbehaftet, so, weil ich einfach eine andere Denkform habe, aber gleichzeitig sind wir Männer. Wir leisten ja Widerstand irgendwo. Wir leisten ja Widerstand durch die Wahrheit in dem Sinne. Wir benutzen halt andere Waffen. Halt Monty Python ist deswegen so unglaublich brillant. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber zumindest haben die versucht, den witzigsten Witz. Gibt es einen Teil, wo der witzigste Witz im Krieg. Total absurd, aber es war trotzdem, die Szenerie ist einfach schon so witzig. Und die Clownsarmee, die bösen Clowns, habt ihr gehört, die Clownsarmee ist von den Linken eine Erfindung. Also ich habe selber da einen Teil mitgemacht, wir haben beim Theater viel Theater gemacht, eben Clownstraining einfach mitgemacht. So. Und das Spiel war ganz einfach, der eine stellt sich vor dem anderen hin und versucht ihn zum Lachen zu bringen, einfach indem er selber lacht. Und sobald er lacht, kriegt er eine Backpfeife, weil das sozusagen ein sehr, sehr finsteres Spiel ist. Also nur einen leichten Touch, also dass er wieder die Chance hat, sich zu fangen. Und dann fängt das Spiel von vorne an. Also man steht sich gegenüber, das als Spiel eben Theaterspiele. Deswegen stehe ich so auf Spiele, weil ich da gelebt und meine innere Sonne sozusagen nach außen stülpen konnte durch diese Spiele. Da gibt es so viele verrückte Spiele, wo du wahnsinnig wirst vor Lachen, du liegst auf dem Boden und denkst einfach, du kriegst keine Luft mehr und musst aber weiter lachen, weil du einfach nicht mehr kannst. So, das ist einfach so ein irrer positiver Irrsinn, diese witzig, ja, Witzigkeit kennt keine Grenzen. Auch einer der Und das ist die Wahl der Waffen, dass wir eben nicht töten, darum geht es eben nicht, weil es Schuld in dem Sinne ist, vielleicht, wenn die Reinkarnation ja existiert, ist ja scheiße, ja, aber trotzdem kann man ja sagen, okay, der Umgang als Christ ist wirklich, tue keinem anderen an, was du nicht selbst ertragen willst oder erleiden willst. Und die Schuld natürlich zum Sinn macht, oder das Leiden zum Sinn macht, dass man eigentlich erst begreift, was man nicht möchte, wenn man gelitten hat. Und oft ist es eben so, mir ging es in meinem Leben auch so, dass man früh viele Chancen bekommt und die leichtfertig wegtut und dann
gerade was Liebessachen so angeht, so dass man dann, wenn ich sage, fallen, sondern das tut auch weh und schmerzt, aber man macht sich da ja nicht so die Gedanken. Und wenn man dann aber eben so richtig gelitten hat durch Liebe, gestorben ist in dem Sinne, dann hat man natürlich auch einen Zacken weg. Aber durchs Leiden selber wird einfach gewahr, was man nicht möchte in dem Sinne. Du, jetzt bin ich plötzlich fast leer. Jetzt fühlt sich das, ja, für mich irgendwie noch um einiges besser so. Das. Ja, jetzt wird still in meinem Bauch, schön. Oder ruhiger. Schon. Ja. Nelly? Nee. Du? Nein. Willst du gerade zählen? Möchte Dunsberg jetzt durch? Ich muss mich schon interviewen, wenn ich was sagen soll. Hier? Wenn die an die Antwort nicht ich frage. Ich hab Sohle mitgebracht. Das hab ich denn auch nicht. Möchtest du noch was wollen? Vielleicht ist es konzentrierter. Nenn ein Stichwort. Nee, nicht lieber. Eigentlich hat man, weiß ich nicht, ausgemacht, aber. Aber Sachsen-Schorsch hat heute seine Karte. Nochmal eins, das war jetzt nochmal ein Blitzchen. Jens, kurzer Blitzgedanke, und zwar die Konfrontation, Wolfgang, die hätte ich da nicht ertragen, zum Tintreffen war einfach leer war. Aber wenn, selbst wenn wir uns, man hat Angst vor Anbrüllen, man hat Angst vor den männlichen Gefühlen des anderen, aber diese Konfrontation bringt einen auch zusammen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe hier viele spezielle Freunde, die mich einfach, also inner Ginger Chris, der hat mich wirklich so provoziert, dass ich ihn wirklich zerfetzen wollte in der Luft. Einfach zer töten. Ich weiß nicht, aber krass, in der Szene hat er mich so mies behandelt, so beim Umzug. Und dann haben wir zusammen so ein schwerer Kühlschrank bald oder irgendwas Schweres jemand zu tragen. Und er hatte so blöde getragen, dass ich dran hing wie so ein Vollspast. Also er konnte keine Kraft entwickeln und nichts. Und der labert mich die ganze Zeit bei diesem Treppenspiel runter, weil ich für ein Idiot, weil ich für einen Spast bin und dass er Geld von mir haben will. Und in dem Augenblick habe ich einfach diesen Kühlschrank loslassen, bin abgedreht und habe einfach in die Hand gefasst und hatte zufällig, also nicht zufällig, sondern ich wusste, dass ich da Geld drin hatte, so 20, 30, diese kleinen, wie heißen die, Pfennige Cent und 20 Cent und dann einfach so richtig so, und hab ihm das ins Gesicht geworfen und hab ihn eingebrüllt, hier hast du dein Geld, kann ich natürlich jetzt auch nicht nachmachen, weißt du, und hab mich einfach umgedreht und wusste, wenn der voll ist, einfach ein Problem. So. Also instinktiv, so viel denkt man da nicht mehr. Und das eben, diese Wut, die man manchmal entwickelt, und bei mir ist eben genau diese Wut auf Unterdrückung, auf dieses ich bin Chef, du bist nichts Ding. Und das hätte ich dir überhaupt nicht zugetraut. Also es ging schon um die Angst, die Furcht überhaupt nicht, sondern um dieses, ja, diese Konfrontation, die nicht hätte nicht stark herausgehen können. Ich wäre da irgendwie rausgeflogen auf die Weise, weil man nicht jedoch die Kraft hatte. Und du bist nun mal halt ein Widder und der Widder ist eben der Anfang. Der Widder ist der Anfang und du hast eben genau das, dieses nach vorne preschen und dann auch wieder darüber nachdenken, was man macht. Und das manche, wenn... Also das Lichtding ist schon echt der Hammer, genau, würde ich mal sagen. Unglaublich intelligent. Viele würden deine Ansprachen, sag ich's mal, vielleicht als Volksverhetzung sehen. So. Und dadurch, dass du eben genau das hast, dieses, dass du so nicht zurückruderst, sondern dass man wirklich begreift, dass du nach vorne prischst, auch so vielleicht in so eine Rage kommst du manchmal, die auch sehr wichtig ist, okay, um vielleicht die Sachen klar auszudrücken und auch manchmal die Dinge so. Aber dann dieses,
du kannst so unglaublich dankbar sein für diese Mischung, auch wenn die echt super anstrengend ist, bin mir ziemlich sicher. Also ist aber in dem Sinne ein Tanz mit dir selbst, Tanz mit dir, mit diesem Tanz mit dir selbst. So. Ich glaube, wir haben alle so eine Art Dualität in uns. Bei dir eben, speichere ich es jetzt nochmal an, mit den Augen erinnert mich unglaublich an Ra, der ein Auge verloren hat und das Auge sozusagen im Jenseits ist, so wie bei den Zwillingen die Sache ist. Und da ist eben bei Ra genau diese Sache, diese Deinäugige, mit dem einen Auge sieht man besser. So. Und das ist überhaupt nicht negativ, sondern ich schätze dich in sehr und ich denke, dass diese, auch die, wenn ich die Kraft zur Konfrontation habe, das ist nicht so, dass ich nicht die Konfrontation auch habe, und zwar in dieser Wutebene. Und ich habe natürlich auch gelernt, mein Temperament zu zügeln und auch zum Teil abzutöten, wollte ich fast sagen. Und ja, zumindest mein Kollege, der stand ziemlich dumm da, als Dummer, er hat es natürlich auch mit Humor genommen und überlacht, aber im Nachhinein hat er gesagt, du, das war schon ein schön krasser Auftritt, den du da geleistet hast. Mein Vater war ein Auftritt, das war kein... Da gestanden wäre, da bin ich ja nicht auf der Bühne, aber es war so eine Wutwolke, die ich sozusagen ihm gesendet habe. Und die hat er auch ganz klar verstanden und war vollkommen irritiert und hat sich dann vor den Chefs schon fast blamiert, bis auf die Knochen, weil er einfach durch diese unglaubliche Wutwelle von meiner Seite so unter Adrenalin stand und so. Wollte unbedingt was erreichen, so auch gegen mich durch meine Wut und hat sich da unglaublich verkastet. Und jetzt sind wir nicht nur auf der Annäherung, sondern jetzt, wir haben begriffen, dass es ein Missverständnis ist und dass wir uns nichts Negatives nachzusagen haben. So, vielleicht für dich ist ein Missverständnis ist mit der Glühwürmchen-Sache, denkt ja wahrscheinlich jeder so. Und hier und jetzt ist darauf gekommen. Für mich habe ich es einfach weiter gedacht mit dem Schwarm, dass die Wahl der Waffen ist. Die Wahl der Waffe ist eben, dass jeder leuchtet, keine hierarchischen Strukturen vorherrschen, dass es in Bewegung ist und dass es eine offene Kommunikation in dem Sinne ist. Eine offene, jeder sieht das Licht des anderen, jeder sieht. Jeder ist authentisch, jeder sieht das Licht des anderen und ist authentisch. Und das stellt es eigentlich dar für mich, die Glühwürmchen-Sache. Und das hat natürlich zum Anfang denkt man so, ist vollkommen klar, dass du denkst so, Alter, der ist irgendwie zu viel Kifft und Esokekse gefuttert, oder? Was will der denn da bloß? Ist mir vollkommen klar. Das ist so und. Diesem Video, deswegen fand ich es eben auch so unheimlich toll, du hättest es auch auf dich belassen können und dieses komische Gefühl wäre von meiner Seite vielleicht sogar geblieben, aber dadurch, dass du jetzt so direkt so schnell und offen angesprochen hast, ist auch alles wieder, das ist ein Missverständnis einfach natürlich. Und so passiert es immer, dass das oft ein Missverständnis ist. Ich muss mich auch anders hinsetzen, verklemme mir einfach jedes Mal im Bauch vielleicht. Gut, jetzt trete ich einfach zurück aus dem Licht und werde jetzt einfach eine Minute es noch laufen lassen. Wenn in der Zeit, ich muss es ja direkt drin stellen, das ist direkt mit Schnitt in dem Sinne, ich stelle es direkt drin. Gehe jetzt in dem Sinne draußen und danke euch und wir sollten, oder ich danke gerade nicht, danke in dem Falle nicht euch, sondern dir, Wolfgang, dass du durch deinen Klärungsbedarf auch mich klärst. Für mich ist eben suchen und in Bildern suchen und durch diese klare Didaktik, die du hast, durch diesen klaren Anker. Dadurch klärst du mich, du hältst mich
Bikes einfach aus. So, gut. Also mein Bauch ist echt gerade so krass. Ich muss wieder anfangen, richtig atmen zu lernen. Jetzt fetzt es doch nicht. Ihr seht, es ist gerade ein bisschen chaotisch, aber es geht. Richtig schön hässlich sein, ja! Ja, so richtig geil, bescheuert. Unsexy, bescheuert und sexy. Eigentlich in dem Fall hast du sozusagen gedacht, scheiße, der kommt echt nicht wieder. Der kommt ja wirklich nicht wieder, so hast du da gedacht. Nee, gar nicht. Nee? Du meinst, es passiert was, wenn ich mich da hinsetze und irgendwas erzähle? Gerade mal passiert, irgendwas passiert immer. Nee, ich glaube, mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich vielleicht noch nicht mal ganz so klar war. Gut, also Wolfgang, ich liebe dich, ich schätze dich, ich brauche dich und wir sind alle zusammen verbunden. Und jeder braucht den anderen. So, nur mal jetzt kurz, damit einfach wirkliche Klarheit auftritt. Genau, wir sind immer noch drei. So wie meine Säulen im Hintergrund, drei Säulen, die eine ist verdeckt. Drei Säulen im Hintergrund, ich habe keine Ahnung, warum ich es gemacht habe, aber ich dachte, ich muss es so machen. Boah. Sehr gut. Okay, na dann. Boah. Da musst du oben vor, jetzt fällt es gleich runter. Jawohl. Ja, war echt gut. Meine Güte. Auflösung. 3450 Kilobit pro Sekunde. Hey, im anderen Geschäft können wir jetzt auch mal ausbauen. Ja, was ist da? Will ich überhaupt sie sehen? Ja, cool. Machen wir mal Stopp, oder?